meine Damen und Herren, die bezaubernden kleinen Mörderinnen des Cook County Gefängnisses, Ihnen allen aus der Presse wohl bekannt mit dem Zellenblock-Tango. Lipschitz. Plop. Sex. Sish. Cicero. Lipschitz. Plop. Sex. Sish. Cicero. Lipschitz. Plop. Sex. Sish. Leute haben ihre Gewohnheiten, die einen auf die Palme bringen. Zum Beispiel Fred. Fred liebte Kaugummi, aber nicht zum Kauen. Nein, zum Ploppen. Eines Tages kam ich völlig fertig von der Arbeit nach Hause. Und was ich brauchte, war einfach ein bisschen Verständnis. Doch Fred ließ mich einfach sitzen. Und nicht nur das, er ploppte mir auch ins Gesicht. Da sagte ich zu ihm, ich sagte, Fred, du ploppst noch einmal. Und er tat es. Plopp. Da nahm ich die Pistole und feuerte zwei Warnschüsse ab. In seinen Kopf. Er hat so wollen. Er hat so wollen. Er war ja selber schuld daran. Wenn Sie es gesehen. Vor etwa zwei Jahren traf ich Ezekiel Young aus Salt Lake City. Er erzählte mir, er wäre ledig. Und naja, wir sind gleich aufeinander geflogen. Also beschlossen wir, zusammen zu leben. Er ging zur Arbeit, er kam nach Hause, ich mixte ihm einen Drink, wir aßen zu Abend. Es war der Himmel auf Erden in zweieinhalb Zimmern. Und dann kam ich dahinter, ledig, hat er gesagt, ledig am Arsch. Nicht nur, dass er verheiratet gewesen wäre, oh nein, er hatte sechs Frauen. Einer von diesen Mormonen, Sie wissen schon, was ich meine. Als er an diesem Abend nach Hause kam, mixte ich ihm wie gewöhnlich seinen Drink. Aber wissen Sie, es gibt Typen, die vertragen einfach keinen. Arsène! Er hat so wollen, Plopp. Er hat so wollen. Er reißt es wie an den Rekord. Und zieht an das Messer, Plopp. Jetzt geht's ja besser. Er ist alleine noch was bei Mord. Also, ich stehe in der Küche. Ich gerade das Hühnchen fürs Abendessen und bin total in dieses Geschäft vertieft. Plötzlich stürmt mein Gatte Wilbur herein, rasend vor Eifersucht. Du bummst den Milchmann, schreit er. Ich war völlig durchgedreht und kreischte immer wieder. Du bummst den Milchmann. Und dann rannte er mir ins Messer. Was da geschehen? Ich wette, sie hätten's auch getan. Mit kärischer Genick. Als Mann, ihr könnt ja hier schlagen, lebt auf der Ferie mit dem Mäckle, wo da mal feiert. Denn im Igos in Ardentland war ja, nehmt zu dem Wert, Mann, ja gesehen hat ihr Tätten. Probol, da mal Renner schägen, meck mal die Rassen in deinem Erzeteck, meck. Aber hast du's getan? Nicht schuldig. Meine Schwester Veronica, wir traten mit diesem Doppelakt auf. Und Charlie, mein Mann, reiste mit uns herum. Unser Hauptgag war eine Nummer mit 20 akrobatischen Tricks hintereinander weg. 1, 2, 3, 4, 5. Spagat, gespreister Doppelakt, Flickfleck. Immer einer hinter der anderen. An diesem Abend waren wir in Cicero. Wir saßen in unserem Hotelzimmer, wir drei soffen und hatten eine Menge zu lachen. Dann ging uns das Eis aus, also gehe ich los, um Neues zu besorgen. Ich komme zurück, mach die Tür auf. Da sind Veronica und Charlie bei der Nummer 17 gespreizter Doppeladler. Ich kriegte einen Riesenschock. Totales Blackout. Ich kann mich an nichts mehr erinnern. Erst später, als ich mir das Blut von den Händen gewaschen habe, habe ich schon geahnt,
dass die beiden tot waren. Sie haben so wollen, sie haben so wollen, sie haben so wollen, alles wahr. Und weil es wahr ist, weil alles klar ist, wir können die zwei Männer an mir verdauen. Sie haben so wollen, sie haben so wollen, sie haben so wollen, sie haben so wollen, wir reißen vor, wir reißen vor, alles vor. Und unser Rat, unser Rat, war er in sein Herz. Als man mit Worten ausdrücken kann. Er war ein echter Künstler. Sensibel. Ein Maler. Aber er war voller Unruhe, immer auf der Suche nach sich selbst. Jede Nacht war er unterwegs auf der Suche nach sich selbst und fand auf diese Weise Ruth, Gladys, Rosemary und Klaus. Ich glaube, man kann es so ausdrücken. Wir haben uns wegen künstlerischer Meinungsverschiedenheiten getrennt. Er sah sich selbst als Lebenskünstler. Und ich sah ihn mehr als Todesfall. Künstlerische Meinungsverschiedenheit. Ich wette, Sie hätten es auch.